Danke, lieber Freund, für die nette Musikeinlage. Wunderbar. Du darfst dann nachher weitermachen, hoffentlich. Passt. Ja, die Temperatur ist etwas wieder angestiegen. Es wird immer heißer und heißer. Bitte die Plätze einzunehmen, auch da hinten. Alle hinsetzen. Naja, ich muss das machen. Ich muss ein bisschen lauter reden, sonst schlaft es mir noch ein, bitte. Weiß ich nicht. Weil da hinten ist etwas lauter immer. Und wenn ich lauter bin, dann hört sie mich wenigstens. Umso besser. Ja, jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt einen ganz besonderen Gast. Wirklich ein ganz besonderer Mensch. Ich habe mich kurz unterhalten. Er macht eigentlich so viele Sachen, da müsste ich jetzt 2 Stunden reden, das geht nicht. Aber Tanzprofi, ganz kurz. Er hat für Ubuntu viele, die meisten werden vielleicht eh von dort kennen, viele öffentliche Vorträge gemacht. Er ist aus Graz, aus der zweitgrößten Stadt Österreichs, ist 35 Jahre jung, na herrlich, das ist noch super, hat eine Freundin und diese Freundin hat schon 2 Kinder. Das heißt, er kann sich voll widmen der Wahrheit. Die Wahrheit ist das große Thema und er wird uns erklären, die ganzen Gedankenfehler in unserer Gesellschaft. Ich darf jetzt bitten, Philipp Kummer, Kummer Philipp, bitte. Danke. Lass uns ein bisschen Spaß machen mit der Wahrheit. Das heißt, falls ihr das jetzt schon gelesen habt, ich weiß nicht hinten, ob man es lesen kann, habe ich bewusst schon gleich so angefangen, dass ich noch drunter geschrieben habe, und können wir sie überhaupt in Worte fassen? Und wenn wir es könnten, ist es dann noch die Wahrheit. Also damit wollte ich nur aufzeigen, dass ich dem Thema demütig gegenüberstehe und dass es jetzt nicht darum geht, dass ich jetzt die Weisheit habe und dass ich jetzt die absolute Wahrheit, sondern ich möchte mich mit gesellschaftlichen Wahrheiten auseinandersetzen und wie wir damit in der öffentlichen Meinung bzw. in der Öffentlichkeit damit konfrontiert sind und wo eigentlich so Punkte sind, warum zum Beispiel Ubuntu nicht alle sofort Ja schreien, weil ich habe halt die Erfahrung gemacht in den Vorträgen, dass die Menschen dann sagen, ja, voll cool, mach mal, nur was soll ich jetzt machen? Und dann gibt es halt irgendwelche geistigen Widerstände und wo kommt es her und warum es halt deswegen. Und das sind halt 2, 3 Gedanken, die mir da zugeflogen sind, die ich gerne mit euch teilen wollen würde. Und zwar würde ich da ganz gerne mit euch anfangen. Und zwar nur so ein Beispiel. Ja. Jetzt sind wir ja hier eine Gemeinschaft, die eigentlich, oder wir können schon ganz gut miteinander reden, weil sich viele schon über einiges Gedanken gemacht haben. Jetzt ist es aber so, oder? Wenn wir jetzt zum Beispiel in dem Raum sagen würden, wo sind wir denn alle einer Meinung? Denkt mal kurz in euch rein, oder? Kriegen wir das hin? Was könnte so ein Punkt sein? Was würde euch so einfallen? Oder irgendwas, wo ihr sagen würdet, so in diesen Raum rein, dass ihr sagt, ja sicher, das sind alle meiner Meinung, alle, zu dem Thema. Spannend, oder? Der Gedankengang, das wird schwierig. Ich hab trotzdem 1, 2 Punkte gefunden. Man muss halt da ein bisschen in sich reingehen, oder? Und zwar, seid ihr mit mir einer Meinung, oder? Wenn wir jetzt reden, so einen weltweiten Konsens, das sollte zum Beispiel, oder? Mit dem Thema Liebe, dass jeder Mensch nach Liebe strebt und gerne Liebe geben wollen würde, oder? Dass das, da sollte keine Hand hochgehen und sagen, nach das geht gar nicht, oder? Da sollte es keinen Widerstand dazu geben, oder? Das könnte man in so einen Raum reinsagen, oder? Das sollte kein Problem sein. Genauso wie das Thema Frieden. Kann ich mir auch schwer vorstellen, oder, dass auf einmal eine Hand hochgeht und dass jemand sagt, na, aber ich brauche das unbedingt, also ich will Konflikt und meinen Nachbarn, also ich brauche ein Gewehr. Das ist eigentlich nicht das, was uns Menschen innen wohnt. Und jetzt wird es aber schon spannend, oder, weil die dritte Aussage, die wird schon haarig, also da würde man dann wahrscheinlich schon unter Umständen in irgendwas, in eine Argumentation kommen, und zwar, wenn es ums Thema Bildung geht, weil sieht es dann jeder so, dass es überhaupt sowas wie Bildung geben kann? Funktioniert das überhaupt? Wie könnte man das aufbauen? Also da wird schon haarig. Aber grundsätzlich, dass wir eine neutrale Informationsquelle alle miteinander gerne hätten, würde Sinn machen, oder? Das heißt, dass man da sagt, okay, na, geht gar nicht, das brauchen wir nicht. Aber dann wird es für mich schon dünn. Dann wird es echt schon dünn. Was dann alles teilen, das wird dann schon aus meiner Sicht etwas schwierig. Und woher kommt diese Verwirrung? Das heißt, warum ist das jetzt gerade so das einzige Thema oder einer der wenigen Themen, oder, dass wir einen gemeinsamen Nenner haben? Warum ist das so? Woher kommt das? Wie kann denn das sein, wo wir ja eigentlich so gleich sind, oder? Wir sind alle Menschen, wir sind ein Kollektiv, wir sind alle auf dem Planeten. Warum ist das so? Spannend.
Und zwar, ich würde das einfach mal so angehen, oder? Ich weiß, dass es nichts weiß, oder? Ein bisschen Demut, die ich eben, was ich eben schon gemeint habe, ich nähere mich diesem Thema mit der absoluten Demut, dass ich werde nicht mehr das Universum mit meinem Verstand begreifen. Und warum ich dieser Meinung für mich bin, würde ich euch jetzt von jemandem sagen lassen, weil ich habe halt bewusst bei solchen Themen, oder ich mache einen medialen Vortrag, weil ich eben Dinge übernehmen werde und dementsprechend werde ich nicht zitieren, sondern gleich sie selber sprechen lassen, die Menschen. Und Alan Watts kann ich sehr empfehlen, der hat was zu sagen. Und das wäre eben etwas, was in der öffentlichen Meinung, in einem Diskurs in der Öffentlichkeit, ist eher, finde ich, sehr schön. Und somit fällt mir mehr und mehr auf, dass unser Versagen, uns heimisch zu fühlen, in diesem sagenhaften Gehirn, in dem wir leben, das Ergebnis ist von einem grundlegenden, anfänglichen Fehler in unserer Art, über die Welt nachzudenken. Und dies wiederum ist der Grund für das, was anfängt so auszusehen wie das Versagen unserer Technologien. Die Tatsache ist, dass egal was wir Menschen tun, um die Welt zu verbessern, alle unsere kurzfristigen Erfolge massive Verbesserungen mit sich brachten, auf lange Sicht jedoch unseren Planeten zu zerstören scheinen. Und zwar eben aufgrund genau dieser Anstrengungen, den Planeten kontrollieren und verbessern zu wollen. Und ich erkenne immer deutlicher, dass dies daran liegt, dass wir Menschen einfach zu simpel gestrickt sind. Um zu verstehen, was wir tun, wenn wir uns massiv und im großen Stil in die natürliche Welt einmischen. Wir mischen uns nicht wirklich ein, denn das würde suggerieren, dass wir etwas anderes seien, etwas außerhalb der Natur. Aber ich glaube, was wir tun ist, dass wir unsere Welt auf eine ganz bestimmte Art und Weise verstehen. Und zwar in Form von Sprache und Zahlen. Nach einer Art Logik, die zu simpel ist für die Aufgabe, zu grob für die Aufgabe. Zuerst einmal. Wir Menschen verarbeiten alles in Form von Wörtern oder Zahlen und diese sind in Reihen und geraden Linien ausgerollt. Und unsere Augen müssen diese Reihen ablesen, um sie zu verstehen. Aber wenn ich diese Aussicht hier ablese, tue ich das nicht Zeile um Zeile. Ich sehe alles auf einmal. Man könnte sagen, ich nehme es wahr mit einem Weitwinkelobjektiv. Aber sobald ich versuche, die Welt durch Literatur und Mathematik zu verstehen, muss ich Zeilen abarbeiten. Weißt du, deswegen dauert es so lange in der Schule, bis wir gebildet genug sind. Denn unsere Augen müssen unzählige Kilometer an Buchstaben lesen und organisieren. Und dafür brauchen wir manchmal 20 Jahre oder mehr, bis wir mit allem durch sind. Aber das Leben, der Wandel, läuft dafür einfach zu schnell. Denn in der Welt passiert alles zur gleichen Zeit, überall auf einmal. Und währenddessen versuchen wir, mit unserem winzigen Verstand der Kurzsichtigkeit, das Ganze Schritt für Schritt auszuarbeiten. Und natürlich werden wir im großen Maße durch die Geschwindigkeit des Computers unterstützt. Aber dennoch, auch der Computer schaut sich die Dinge nur in Reihen an. Genauso wie das magnetische Band in ihm vom Computer gelesen wird. Aber es läuft immer noch auf einer einzelnen Schiene. Und ich vermute, das Problem liegt darin, dass wir Menschen leider einfach einen eingleisigen Verstand haben. In einem unendlich vielgleisigen Universum. Und dass wir möglicherweise zum alarmierenden Schluss kommen müssen, dass das Universum schlauer ist als wir. Warum wollte ich diesen Gedanken jetzt mit euch teilen, im Rahmen dieses Vortrags?
Also ich schätze die Menschheit, unsere Liebe, unsere Werte, wenn wir uns nicht, wie soll man sagen, im Detail verirren, ist ja großartig. Es ist eine großartige Gabe, die wir erhalten haben. Aber es ist aus meiner Sicht eben so, wie soll das mit unserem Verstand funktionieren? Also das heißt, so wie er es beschreibt, oder so könnte ich es mir eben vorstellen, dass wir in der Lage sind, das Universum wahrzunehmen, als ganzheitliches. Aber mit unserem Verstand verstehen, Größenwahn. Wenn ich jetzt allerdings jetzt gedanklich hier stehe, an diesem Punkt, dann stellt sich wieder die Frage, wenn wir mit unserem Verstand uns Dinge wissenschaftlich erarbeitet haben oder durch andere Wege, ist es dann überhaupt notwendig, sich deswegen zu streiten? Wenn wir von dem Standpunkt ausgehen, dass das sowieso nicht perfekt ist, nicht absolut ist, oft nicht beweisbar ist, warum überhaupt dann, wie kommt es dann dazu, dass wir so viel diskutieren? Und dass es so viele Meinungen gibt da dazwischen, oder? Und es ist kompliziert, oder? So ein bisschen. Weil eigentlich haben wir schon alles und trotzdem haben wir noch folgendes Thema. Und zwar, ich habe Definitionen, ja? Weil, dass man wissen, von was wir reden. Und zwar, die herrschende Meinung. Das ist ja immer so eine Sache, oder? Was ist das? Bin ich nur für mich so drauf gekommen, oder? Dass die Einzelnen, oder? In den Gesprächen, oder? Die meisten Menschen wissen schon irgendwas. Dass sie drauf gekommen sind, nehmen wir mal an, oder? Dass die Öl müsste nicht mehr sein, eigentlich. Medizinisch gesehen sind wir auch nicht am Optimum, da könnte man auch Besseres tun, wenn es nicht ums Geld gehen würde. Und so weiter und so weiter. Also die Einzelnen wissen ganz viel. Nur warum ist es noch immer möglich, dass wir in den Medien so viel Blödsinn lesen? Wie geht das? Könnte es eben damit zusammenhängen, dass es eben die herrschende Meinung gibt. Und die herrschende Meinung, wenn ich das jetzt zitieren darf, ist die unter mehreren Ansichten vorherrschende Meinung. Ja? Also es geht um die Mehrheit. Nur wer ist jetzt die Mehrheit und wie wird die gesteuert? Die öffentliche Meinung ist die öffentlich geäußerte Meinung, die bei einem überwiegenden Teil der Bevölkerung Zustimmung findet. In der Öffentlichkeit. Die öffentliche Meinung wird vor allem durch Massenmedien, Presse, Rundfunk, Fernsehen geprägt. Und wenn ihr da wieder schaut, da gibt es eben, was wird da propagiert. Zum Beispiel in der Gesundheit ist es ja so, oder, dass auf der Basis wir zwar schon drüber reden können und dass du nicht mehr, dass du es komplett serviert hingestellt wirst mit einem Aluhut, oder, wenn du auch an andere alternative Heilungsvarianten denkst. Aber wenn man zum Beispiel Telepathie hernimmt in der Wissenschaft, da schaut es schlecht aus, weil Telepathie ist ja eigentlich die Sichtweise, soweit ich das weiß in der Forschung, dass die Leute, die meinen, das erlebt zu haben, dass die nur zu blöd sind, dass sie verstehen, dass es da gar nicht sein kann. Und das ist schon ein spannender Ansatz. Also, dass die Wissenschaft etwas sieht, dass es da ist, aber die Arroganz besitzt, zu sagen, die Menschen, die das erleben und das durchgemacht haben, ja, oder das Wissen haben, dass die in Wirklichkeit nur zu blöd sind, dass sie es verstehen, dass es eigentlich gar nicht geht. Und da steckt, finde ich, eine gewisse Arroganz dahinter. Und wenn man das dann eben jetzt weiterführt, eben, woher stammen unsere Informationen? Wo kommen diese Informationen her? Weil es eben genau diese vom Verstand, was wir uns erarbeitet haben als Menschheit, unsere Technologie, das ist alles super, ich schätze das. Aber ich würde mich aufhören, darüber zu streiten. Das wäre, finde ich, sehr sinnvoll. Und zwar, wenn wir das jetzt eben hernehmen, hoppla, schade, da war ich zu früh, machen wir es nochmal, die Einleitung, und dann kommt gleich das Video. Und zwar jetzt eben das Thema Wissenschaft. Bitte jetzt nicht so zu sehen, dass es nicht einzelne Wissenschaftler in Institutionen gibt, die schon ganz anders denken. Aber es geht um die herrschende wissenschaftliche Meinung, was ich eben vorher definiert habe. Und da passieren ganz viele lustige Dinge. Also was da nicht alles zurechtgebogen wird. Und das würde ich jetzt einmal jemandem wieder einem Fachmann übergeben, oder das möchte ich mich nicht äußern. Warum? Weil es gibt ja Menschen, die das besser können als ich. Vielen, vielen Dank. Dieses Buch wurde vor 3 Tagen in den Vereinigten Staaten veröffentlicht unter dem Namen Science Set Free. In England heißt es The Science Delusion, also zu Deutsch etwa die Wahnvorstellungen der Wissenschaft. Und eben diese Wahnvorstellungen sind es, von der wir die Wissenschaft befreien sollten. Das zumindest ist meine Hoffnung. Der Wissenschaftswahn ist der Glaube, dass die Wissenschaft schon heute grundlegend die Natur unserer Realität verstanden hat und lediglich noch die Details vervollständigt werden müssen.
Ich glaube, dies ist eine schwerwiegend fehlerhafte Sichtweise. Die meisten Leute reagieren zuerst mit Ungläubigkeit und Ablehnung, wenn sie das erste Mal diese Aussage hören. Wie sollte es denn tatsächlich irgendetwas geben, was noch erfolgreicher ist als die Wissenschaft? Sie hat uns Handys gegeben, Computer, Flugzeuge, fortschrittliche Formen der Chirurgie und vieles mehr. Wir haben heute riesige Vorteile durch die Wissenschaften und durch ihre technischen Anwendungsmöglichkeiten. Es sieht so aus, als gäbe es dort keinerlei Raum mehr für Fehler oder gar Wahnvorstellungen. Und dennoch behaupte ich, dass im innersten Kern der heutigen Wissenschaften grundlegende Denkfehler und zweifelhafte Annahmen vorhanden sind. Und dass es innerhalb der Wissenschaften einen Konflikt gibt, der sie von ihrer eigentlichen Aufgabe abhält. Ich sehe die Wissenschaft als eine Methode der Ermittlung, als Werkzeug zur Erforschung und Erkundung der Realität. Aber es gibt noch eine andere Seite der Wissenschaft, nämlich Wissenschaft als Weltsicht oder gar als dogmatisches Glaubenssystem. Noch einmal, die meisten Leute sind im ersten Moment schockiert, wenn ich nahelege, dass die Wissenschaft ein dogmatisches Glaubenssystem sein kann. Sie sagen dann meist so Sachen wie, hey, gerade die Wissenschaft ist doch das Einzige, was es uns ermöglicht, unsere dogmatischen Glaubensmuster zu verlassen. Es ist die einzige Disziplin, die handfesten Beweisen vollen Respekt zollt, freie Forschung betreibt und offenes Denken hervorbringt. Nun, dies ist das Ideal der Wissenschaften und es ist ein Ideal, welches ich auch teile. Doch leider wird dieses Ideal in der Praxis meist nicht auf diese Weise umgesetzt, wie es gepredigt wird. Innerhalb der Wissenschaften gibt es ein stark definiertes Korsett der Glaubenssätze, von denen die meisten Wissenschaftler nicht einmal ahnen, dass es sich dabei um Glaubenssätze handeln könnte. Sie glauben zwar, dass andere Leute Glaubenssätze haben, Christen, Buddhisten, Muslime und so weiter, aber sie selbst haben natürlich keinen Glauben, denn sie beschäftigen sich schließlich mit der wissenschaftlichen Wahrheit. Und diese Überzeugungen werden als solch feststehend etablierte Wahrheiten angenommen, dass sie in der Regel nicht einmal diskutiert werden. Wenn man Wissenschaften studiert, sagen einem die Leute nicht einfach, hier sind die Sachen, die du so glauben musst und wissen musst, hier ist das Credo. Man absorbiert diese Grundsätze einfach, wie beim Vorgang der Osmose in der Biologie. Es handelt sich hierbei also um Dinge, die mit einer solchen Selbstverständlichkeit behandelt werden, dass man einfach annimmt, sie müssen wahr sein. Die meisten Menschen außerhalb der wissenschaftlichen Welt nehmen an, dass sie wahr sein müssen, weil die Wissenschaft einfach so erfolgreich ist und dadurch heute auch ein enorm hohes Maß an Ansehen genießt. Was ich in meinem Buch Science Set Free mache, ist, die 10 Dogmen der modernen Wissenschaften, die 10 wichtigsten Dogmen, zu Fragen umzuformulieren. Dies erlaubt es uns, sie wie Hypothesen zu behandeln, die man auch testen kann, statt sie einfach als Annahmen hinzunehmen, die man nicht überprüfen kann. Die 10 Dogmen lauten wie folgt. Erstens, der Glaube, dass die ganze Welt mechanisch oder maschinenartig sei. Das Universum sei eine Maschine, Tiere seien Maschinen, Pflanzen seien Maschinen und natürlich auch die Menschen. Trampelnde Roboter, wie es Richard Dawkins einmal so undiplomatisch auf den Punkt brachte. Das heißt, alles ist im Grunde mechanisch, so zumindest das Dogma. Nun, Maschinen unterscheiden sich von Organismen darin, dass Organismen ihre eigenen selbstorganisierten Kräfte besitzen. Sie organisieren sich selbst. Pflanzen zum Beispiel wachsen von selber. Außerdem haben sie ihre eigenen Absichten oder Ziele. Maschinen haben das nicht. Maschinen werden von außerhalb erschaffen und sie haben keine eigenen Motivationen. Sie tun lediglich das, was die Menschen ihnen auftragen. Sie dienen unseren Zwecken. Der Unterschied wird recht klar, wenn man versucht, mit einem Auto an ein Ziel zu gelangen, statt wie früher auf einem Pferd. Wenn man in ein Auto steigt, wird es hinfahren, wo immer man will, solange es funktionstüchtig ist. Steigt man jedoch auf ein Pferd, mag es sehr leicht passieren, dass das Pferd seine eigenen Ansichten hat und sich schließlich weigert, dorthin zu gehen, wo man möchte, denn es ist schließlich ein selbstorganisierender Organismus und das Pferd hat seine eigenen Interessen. Im 17. Jahrhundert versuchte man, Ansichten, Designs und so weiter aus der Natur herauszulösen und sie in die Hände eines transzendentalen, maschinenerschaffenden Gottes zu legen. Die Gründer der modernen Wissenschaft dachten, sie würden damit die Glaubhaftigkeit der Religion stärken, indem sie die Autonomie der Natur schwächten. Aber sie taten es auf eine Weise, die der Wissenschaft gleich von Anfang an diese Maschinentheorie der Natur, ein mechanistisches Weltbild, überstülpte. Und hier haben wir dann auch die erste und wahrscheinlich zentralste aller Annahmen. Aber es ist keinesfalls bewiesen, bis auf viele Stellen hinter dem Komma, getestet und überprüft durch Experimente. Es ist lediglich eine Metapher. Und leider können wir Metaphern nicht beweisen. Metaphern sind in einigen Bereichen durchaus nützlich, in anderen jedoch nicht.
Meine eigene Sicht ist, dass die Natur sehr viel besser zu verstehen ist, wenn man sie als organisch betrachtet. Das Universum ist wie ein sich ständig entwickelnder, riesengroßer Organismus. Wie dem auch sei, das ist also die erste Annahme. Das Universum sei mechanisch, eine große Maschine. Kommen wir zum zweiten. Das zweite Dogma lautet, Materie ist unbewusst. Das Universum bestehe aus Atomen, Molekülen, Sternen, Galaxien, Kristallen, von denen alle komplett unbewusst seien. Alles in der Natur sei unbewusst, außer menschliche Gehirne und vielleicht die Gehirne einer Handvoll anderer höherer Tiere. Okay. Und die liberalen Materialisten gehen dann vielleicht sogar so weit bis zu Insekten oder Würmern. Aber nichtsdestotrotz ist und bleibt Materie an sich aus diesem Dogma heraus intrinsisch unbewusst. Die dritte Annahme besagt, Gesetze der Natur stehen fest und sind unveränderlich. Die Gesetze der Natur seien heute dieselben, die es schon im Urknall gegeben habe, und sie würden für immer dieselben bleiben. Und neben den feststehenden Gesetzen seien natürlich auch alle Konstanten feststehend. Das heißt, die fundamentalen Konstanten wie die Gravitationskonstante, die Lichtgeschwindigkeit und so weiter hätten sich zu keinem Zeitpunkt jemals in der Geschichte des Universums verändert. Dogma Nummer 4. Die gesamte Menge an Materie und Energie im Universum bleibt stets dieselbe, bekannt als Massenerhaltungssatz und Energieerhaltungssatz. Die fünfte Annahme. Die Natur hat keinerlei Zweck oder Absicht. Das gesamte Reich der Natur sei frei von Bedeutung und der gesamte evolutionäre Prozess habe keinerlei Zweck oder Richtung. Als nächstes, biologische Vererbung ist rein physikalisch zu erklären. Alles, was wir Organismen weitergeben, werde materiell vererbt. Hauptsächlich in Form der DNS oder in jüngsten Entwicklungen durch erweiterte Komplexität mittels epigenetischer Modifikationen der DNS sowie durch Vererbungen im Zytoplasma der Zellen. Doch hauptsächlich verwenden die meisten Menschen das Wort angeboren, als sei es synonym mit dem Wort genetisch. Annahme Nummer 7 besagt, Erinnerungen werden als materielle Spuren innerhalb unserer Gehirne gespeichert. Alles, was wir erinnern, sei auf unbekannte, mysteriöse Weise kodiert und innerhalb unseres Gehirns gespeichert. Dogma Nummer 8. Der Verstand bzw. unser Unterbewusstsein liegt innerhalb unseres Kopfes. Mentale Aktivität sei nichts weiter als Gehirnaktivität, es finde alles nur in unserem Kopf statt. Annahme Nummer 9 folgt direkt aus Annahme Nummer 8. Nicht materielle, das heißt energetische Phänomene, sind pure Illusion. Dinge wie Telepathie mögen zwar den Anschein haben zu existieren, und viele Leute mögen auch glauben, dass sie telepathische Erfahrungen gemacht haben, aber dies sei nur der Tatsache geschuldet, dass diese Leute einfach nicht schlau genug sind, um zu erkennen, dass es sich um reinen Zufall handelt oder dass es eine andere, komplett normale, gängige Erklärung für dieses Ereignis geben muss. Reine Einbildung. Und das zehnte Dogma. Mechanistische Medizin ist die einzige Medizin, die wirklich funktioniert. Alternative und komplementäre Therapien mögen zwar den Anschein haben, dass sie funktionieren, doch das liege wiederum nur daran, dass die Leute sich sowieso schon auf dem Weg der Besserung befunden haben oder dass gar der Placebo-Effekt einsetzt. Mechanistische Medizin sei die einzig wahre Form der Medizin und das ist auch der Grund dafür, dass Regierungen heute fast ausschließlich Forschungen finanzieren, die mit mechanistischer Medizin zu tun haben und eben nicht Forschung auf anderen Gebieten der Medizin. Dasselbe gilt für Versicherungsfirmen und nationale Gesundheitsinstitutionen, die ihre Gelder nahezu restlos auf diese Art der mechanistischen Medizin beschränkt haben. Denn letztere sei der einzige Typ Medizin, der wirklich funktioniert. Es sei wissenschaftliche Medizin. Okay, das sind also die 10 Glaubenssätze, die der modernen wissenschaftlichen Welt sich zugrunde liegen. Innerhalb der Wissenschaften werden einige dieser Glaubenssätze von einigen Wissenschaftlern in einigen Bereichen zwar manchmal hinterfragt, doch ich hoffe mir von heute und morgen zeigen zu können, dass praktisch alle dieser Glaubenssätze lange von Fortschritten innerhalb der Wissenschaften selbst widerlegt worden sind und somit stark veraltet. Aber nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei um die Grundannahmen, die sich die meisten Leute während ihrer wissenschaftlichen Ausbildung zu eigen machen. Oder letztlich durch jegliche Art Ausbildung in der westlichen Welt. Denn fast alle modernen Leute werden heute mit einem großen Respekt vor der Wissenschaft erzogen und glauben somit auch, dass die Grundpfeiler der Wissenschaft selbst wahr sein müssen. Das heißt, es handelt sich hierbei um die Standardannahmen der meisten gebildeten Leute auf der Erde. Wenn wir jedoch nun diese Aussagen zu Fragen umstellen, sieht die Lage schon ganz anders aus. Zuerst einmal muss man sagen, dass es innerhalb der Wissenschaften meist keine gute Idee ist, diese Annahmen zu hinterfragen. Tut man es, bricht man Tabus. Und gegen Menschen, die Tabus brechen, werden so allerhand Sanktionen verhängt.
Heißt, Wissenschaft ist aus meiner Sicht eben subjektiv. Also das heißt, wenn der jemand forscht und diese Meinung hat, dann ist das anzuerkennen, ist ja okay. Aber wir haben in der Öffentlichkeit in Österreich nochmal so, dass Geld das antreibt, oder? Das heißt, wer nicht kein Geld hat zum Forschen, wer keinen Forschungsplatz hat, kann nicht arbeiten. Wenn ich beim falschen Thema forsche und mich dem falschen Thema annehme, werde ich diskreditiert, oder? Mein Ruf leidet und in dem Moment arbeitet wieder keiner mit mir. Ich bekomme kein Geld und das mit der Forschung muss ich auch selber irgendwie hinkriegen. Das heißt, das ist schwierig und wir lassen uns, das ist aber schon ganz viel, was vertreten wird halt, dass das, nehmen wir an, der Universitätsdekan, was will dann sagen? Das, was wir die letzten 100 Jahre gemacht haben, ist alles Schwachsinn. Das kann er halt so schwer. Und dann stehen wir halt da mit dem. Und dementsprechend, was ist denn noch so eine Informationsquelle, wo wir halt schon länger damit zu tun haben? Das heißt, das nächste, oder, was ein alt hergebrachtes Thema ist. So, sind wir schon da? Nein, ist das nächste schon gekommen? Nein? Aha, spannend. Da ist er, ja. Ha. Das nächste Thema, oder? Nein? Doch, ich passt schon. Bibel. Kirchenbibel ist dazugekommen. Wie hat denn das funktioniert, oder? Also, ich meine, das ist ja, falls man sich rechtlich schon ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dann ist der Vatikan schon so ein bisschen die Schnittstelle der Nabel der Erde. So rechtlich gesehen. Das heißt, dementsprechend sollte man sich das vielleicht ein bisschen anschauen haben. Und wie ist denn das so? Was ist die Grundlage von dem Ganzen, oder? Also Petrus war ja der Stein, der Felsen, auf dem die Kirche gebaut werden sollte. Und der Vatikan hat sich überlegt, ja, wie kriegen wir das weiter mit unserer Monarchie? Ja, passt, wir erfinden mal eben den Stuhl, den heiligen Stuhl, und wer auf dem Stuhl sitzt, ist der Papst. Und der ist der Chef. Baut's es mir. Also so kriegen wir das immer weiter, dass das auch so über 2000 Jahre geht. Okay, gut. Wie geht's dann? Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, oder? Mit Konzilen. Und wir haben mal eben konsensiert, weil es halt Streitereien gegeben hat, wie muss man in die Bibel reinschreiben. Wie schaut es denn aus mit dem Jesus? Was tun wir mit dem? Mit der Trinität? Da gibt es halt Menschen, die diskutieren miteinander. Und dann schreiben wir das auf beim ersten Konzil in Nikea. Und dann biegt es. Und das ist unsere Bibel. Und da ist nichts mehr dran zu rütteln. Weil was liegt, das biegt. Weil der Papst zwar, dass er irgendwas sagt, wir machen jetzt hier irgendwas anderes oder sonst was, aber die Bibel wird nicht verändert. Aber sie haben sich irgendwann mal zusammengesetzt und haben gesagt, so ist. Das heißt, Menschen haben sich hingesetzt und das konsensiert. Schön, schön. Also, der Inhalt der Bibel, ich habe überhaupt nichts gegen die christlichen Prinzipien zu sagen. Gar nichts, überhaupt nicht. Das ist ein super Werk, wenn man sich halt nicht dogmatisch dem Ganzen zuwendet, sondern halt einfach nur, wie sich ein Mensch es anleitet, um zu sehen, wie sich ein Mensch zu verhalten hat, damit er eben möglichst wenig Schaden anrichtet und dem nach seinem Herz geht, dann bin ich voll dabei mit der Bibel. Aber mit diesem, der Strafen der Herr und so, das ist nicht so mein Wert. Was gibt es denn sonst noch? Dann wird es jetzt noch lustig, oder? Jetzt kommt jetzt geht das nochmal los, oder? So. Egal, ich habe das vorher nur ummünzen müssen, das ist nicht mein Laptop. Es war nur ein Punkt, und zwar der dritte Punkt, das war folgender. Irgendwelche Steintafeln, Überlieferungen, nehmen wir an die Texte von Qumran, die Keilschrift, Babylonien, was auch immer. Schön, dass wir es haben. Schön, dass sich Menschen damit auseinandersetzen. Das sind Informationen, gut, aber sind sie absolut? Irgendwer hat es mal irgendwann irgendwo hingeschrieben. Schwierig, 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 schwierig. Gut, also was wissen wir wirklich? Jetzt wird's lustig. Es gibt Menschen, die das nicht haben. Also nicht der Krokodil, das haben die wenigsten, sondern Mitgefühl. Es gibt Menschen, die haben das nicht. Und diese Menschen kugeln jetzt nicht nur, weil bei denen hier was fehlt, kugeln die nicht den ganzen Tag bewusstlos am Boden herum. Die funktionieren im Grunde ganz normal. Aber bei denen fehlt dem Hirn die Fähigkeit, andere Gefühle auch nur wahrzunehmen, geschweige denn darauf zu reagieren oder eigene Gefühle zu entwickeln. Die haben das nicht. Und in der forensischen Psychiatrie heißen diese Menschen Soziopathen. Und das ist interessant. Es gibt einen Fragebogen, da sind so ungefähr 100 Fragen drin, wo man feststellen kann, je nachdem, wie jemand diese 100 Fragen beantwortet, kann man feststellen, ob dieser Mensch ein Soziopath ist oder nicht, oder mehr oder weniger. Also, wo man dann im Härtefall sagt, den dürft ihr nicht einsperren, den müsst ihr wegsperren. Weil den darf man nicht mehr unter die Leute lassen.
Weil wenn einer das nicht kann, ist der in einer Gesellschaft ein Problem. Weil so einer anderen Dinge antun kann und auch ziemlich sicher antun wird, die jemand nicht kann, der den Schmerz grob vereinfacht genauso fühlt wie der, dem er das antut. Es gilt aber nicht für jede Art von Gesellschaft, dass so einer ein Problem ist. Man hat einmal eine große Umfrage gemacht unter Führungskräften von großen Gesellschaften, also wirtschaftlichen Gesellschaften, Finanzgesellschaft, Ölgesellschaft und so. Und da hat man einen dicken Fragebogen verteilt, 600 Fragen, damit ich auch Gesicht habe. 500 dieser 600 Fragen waren ganz normale Fragen, wie man die in jedem schlimmen Fragenkatalog findet. Und in diese 500 Fragen hat man in loser Schüttung die 100 Fragen aus dem Soziopathenkatalog hineingestreut. Und bei der Auswertung hat man dann die 500 Fragen unbeachtet gelassen und hat sich nur angeschaut, was haben denn diese Führungskräfte auf die 100 Fragen aus dem Soziopathenkatalog geantwortet. Und da ist herausgekommen, dass weit über die Hälfte, irgendwas bei 80% der Führungskräfte im Grunde Soziopathen sind. Erstaunlicherweise, denselben Versuch hat man gemacht mit Strafgefangenen. Also mit rechtskräftig verurteilten, geständigen Straftätern. Das ist nämlich mehr, die haben besser abgeschnitten. So. 80% der Führungskräfte sind Soziopathen, ist ja klar. Weil so einer ja Dinge beschließen und machen kann, auf die ein Gesunder nicht kommt. Und wenn jemand mehr Handlungsmöglichkeiten hat, würde doch lieber so einen sagen lassen, was gemacht wird, wenn es ja nur darum geht, möglichst viel Geld zu machen, und zwar wurscht wie. Diese Menschen muss man natürlich nicht extra suchen und mühsam und kunstvoll in diese Position hinlocken, das muss man nicht. Ne? Die rempeln alle anderen, die auch dorthin wollen, aber vielleicht noch ein bisschen an Genier haben, verlässlich aus dem Weg. Also, wenn sich einer noch überlegt, ob er dem Leben und der gesamten Gesellschaft nicht vielleicht mehr schuldig sein wird, als einfach nur die Steuern, die er jetzt zu bezahlen hat. Ob es da nicht im Sinne eines Ausgleichs auf einer Ebene, die dem Rechnung zeigt, dass er mit dieser Macht ja bestimmt mit einer Menge Verantwortung ausgestattet, braucht er nicht zu Ende überlegen. Genau dort sieht Joanna, dass sich das alles nicht überlegt. Und zwar gar nicht. Und er wüsste auch ehrlich nicht, was es dazu überlegen gibt. Der hat einen ganz scharfkantig abgegrenzten Prioritätenkatalog. Und deswegen ist er viel effektiver. Der arbeitet ja auch für eine Maschinerie, die genauso funktioniert. Da gibt es kein Gewissen. Da gibt es Anwälte. Aber kein Gewissen. Das verlangt doch keiner. Weder innerhalb dieser Maschinerie noch außerhalb sagt irgendjemand, das, was ihr da tut, ist nicht anständig. Sagen tun das schon ein paar, aber die werden nicht gehört. Nicht von den Konzernen und auch nicht von denen, die diesen Konzernen Einhalt gebieten könnten. Warum haben wir das jetzt damit reingetan? Rein nur, weil es geht um die Entscheidungsträger, oder? Es ist alles pyramidal organisiert, oder? Unsere komplette Strukturen, Firmen, Konzerne, whatever, ist alles pyramidal organisiert. Und eben, es geht um die herrschende Meinung. Und jetzt, wenn wir uns anschauen, was die so mit uns getrieben haben, die letzten 100 Jahre, eben, Führungskräfte, dann sind wir langsam bei dem Bereich, wo ich dann einfach sage, bitte, erspart uns das. Es wird einfach nicht mehr drüber reden, die Beweise sind da, wir kennen die Wahrheit. Was meine ich mit Welteroberung? Nun, Sie müssen sich das vorstellen, da sind eine Gruppe von Leuten, die haben unter sich ein Heer von Wissenschaftlern, die dran gegangen sind, die Natur zu erobern. Und diese Gruppe von Leuten, um BASF, Bayer, Höchst, bei denen fließt dieses Wissen und das ökonomische Potenzial dieses Wissens zusammen. Also kopieren der Natur, aneignen der Natur durch die Patente. Und da kommt man auf die Idee, wieso nur in Deutschland?
Die Menschen auf der ganzen Welt sollten von unserem Wissen profitieren, aber nur, wenn wir daran verdienen. Und um dies zu erreichen, musste man eins tun. Das Wissen hatte man. Man musste das Patentgesetz ausdehnen auf andere Länder, auf die Welt. Notfalls mit militärischen Mitteln. Man suchte und fand. Er hier, Karl Duisberg, schrieb schon im Jahr 1904 in einer Denkschrift, dass die deutsche chemische Industrie das Recht hat, die Welt zu besitzen. Man suchte nur noch nach den Handlangern, die ihnen dabei halfen. Man fand die Handlanger hier in dieser Stadt, in Berlin. Wilhelm II. Und schickte ihn auf den Weg, nicht alleine. Man gab ihm die Mittel an die Hand. Zum Beispiel dieses hier. 1910 ein BASF-Patent, was aus Luft, 70% der Luft besteht aus Stickstoff, Bomben produzierte. Wenn man den Stickstoff der Luft fixiert, steht daraus Ammoniak, die Grundlage für TNT. Also 4 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg hatten die Jungs raus, wie man aus der Luft Bomben produziert. Fantastisch. Ein Lego-Baustein, das Stickstoffmolekül, hoher Druck, hohe Temperatur. Da kommt man doch auf die Idee, dieses Wissen anzuwenden. Und genau das war der Anfang des Ersten Weltkrieges. Bayer, die andere Firma, trug ihren Beitrag ebenfalls dazu bei, die Erfindung des ersten Kampfstoffes chemischer Art, Senfgas, Lost hieß es auch, für Lommel und Steinfeld, die beiden Erfinder. Und dann fing das Geldmachen an. Das war wie Geld drucken. Man verkaufte diese Waffen und verdiente hunderte Millionen an den eigenen, Welteroberungsplänen. Ein fantastisches Marketingmodell. Verkauft hat man sie natürlich hier an die damalige Regierung. 1918, nachdem 20 Millionen Menschen diesen ersten Versuch der Welteroberung durch das Chemie-Pharma-Kartell mit dem Leben bezahlt hatten, wurde der Kaiser in die Wüste geschickt. Die Drahtzieher interessierte das wenig. Schon 8 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs ging man den nächsten Schritt. Man gründete die IG Farben, ein Kartell aus Bayer, BASF und Hoechst. Firmenwert damals 11 Milliarden Reichsmark, über 80.000 Angestellte, die größte Chemie- und Pharma-Konzentration auf diesem Planeten. Und das Direktorium nannte sich selbstbewusst der Rat der Götter. Ja, wie denn auch anders? Man besaß die Natur, man hatte sie nachgebaut. Man hatte sie verstanden, nachgebaut und jetzt ging es darauf, sie zu besitzen. Da fühlt man sich wie, ja, die Götter. Man fand auch gleich den nächsten Verein, der einem dabei helfen sollte, diese Pläne doch noch durchzusetzen. Auch dies hier in Berlin, das Gebäude hier ist das Hauptgebäude in Frankfurt, aber die politische, militärische Planung dieses zweiten Welteroberungsfeldzugs des IG Farben Kartells oder des chemisch-pharmazeutischen Kartells wurde von hier aus geplant, von dieser Stadt aus. Über 40 Millionen Reichsmark flossen von der IG Farben in die Wahlkämpfe der Nazis. Keine andere Firma sponserte sie mehr. Und dann das hier. Am 23. Januar, man hatte Österreich annektiert, man war in der Tschechei eingefallen, beziehungsweise hatte die Randbereiche annektiert, hielt der Chefplaner, der juristische Chefplaner in Rostock eine Rede
die Eroberungsrede, in der er genau vorgab, welche Gesetze, welche Verwaltungsakte in den okkupierten Ländern angewandt werden müssten. Sein Name Walter Hallstein. Wirtschaftsrecht, Sozialgesetzhebung, Patentrecht, administrative Verordnung und natürlich das Gesetz über Blut und Ehre würden in allen Bereichen des neuen Großdeutschen Reiches, also sprich Deutschland und die eroberten Gebiete, eingeführt. 23. Januar 1939, das war 6-7 Monate vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die hatten also die Frechheit, ihre Pläne ganz offen anzukündigen. Wer diese Rede nachlesen will, kann dies tun in diesem Buch, Die Nazi-Wurzeln der Brüsseler EU, Kapitel 2, ist sie original wiedergegeben. Der Zweite Weltkrieg war dann, und ich sage das bewusst, eine 6 Jahre lange militärische Marketingkampagne mit dem Ziel, den Chemie- und Pharma-Weltmarkt für die IG Farben zu erobern. Damals wie heute wurde Profit über Leben gestellt. Mit 24 Quadratkilometern war die IG Auschwitz der größte Industriekomplex in jener Zeit und zu 100% Tochter von Bayer, BASF, Höchst und anderen IG Farben Firmen. Das KZ Auschwitz zum Massenlager für IG Farben Sklavenarbeit ausgebaut und zum Massenvernichtungslager. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Webseite profit-over-life.org. Da haben wir über 40.000 Seiten aus dem Nürnberger Tribunal ausgegraben. Nicht irgendein Tribunal, sondern das Tribunal gegen das Chemie- und Pharmakartell damals. In der Folge werde ich Ihnen einige Dokumente davon zeigen. Ausgegraben in den National Archives der USA. 70 Jahre lang nirgendwo dokumentiert, im Internet nicht zu finden. Jetzt sind sie dort. Man sagte ihnen, das waren ja 8 so schreckliche Schergen, diese SS-Leute, die diese Menschenexperimente machten. Perverslinge. Das war nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte war, dass viele dieser Perverslinge auf den Gehaltslisten von Bayer und Höchst standen. Tatsache ist, dass die Medikamente, die dort getestet wurden, oder die chemischen Substanzen an diesen unschuldigen Menschen in den KZs, den Aufdruck trugen Bayer, IG Farben, Aktiengesellschaft. Die Präparate hatten keine Namen, sondern waren kodiert, weil es waren patentgeschützte Präparate. Ein Bild aus den offiziellen Dokumenten des Nürnberger Tribunals gegen diese Verbrechen. Die Eigentümer dieser Substanzen waren nicht irgendwer. Die Patentschrift gehörte IG Farben Aktiengesellschaft. Die Substanzen, die dort getestet wurden, sie erinnern sich an das Lego-Prinzip, diesmal 2 Stickstoffmoleküle verbunden. Man hatte eine sogenannte Azo Compound, die Chemotherapie. Bayer ließ schon 1936 keinen Zweifel, was sie mit ihren Pharmaprodukten und mit der Pharmabranche vorhatten, die ganze Welt zu beglücken. Auch dies ist ein Bild aus den Unterlagen des Nürnberger Tribunals. Man definierte den Generalplan Ost. Deutschland, diese Stadt, sollte die Zentrale der ökonomischen und politischen Macht auf diesem Planeten werden. Osteuropa und der Rest der Welt
wurden als willfährige Konsumenten und Sklavenarbeiter definiert. Ein weiteres Dokument aus dem Nürnberger Prozess. Man hatte gerade Paris erobert. Man war an der Spitze des Erfolgsrausches. Da schrieb die IG Farben einen Brief an die Nazi-Regierung mit dem Titel Die Stellung des deutschen Reichspatents in einem europäischen, unter deutscher Führung stehenden Wirtschaftsraum. Gemeinsame Währung, gemeinsames Patentrecht, gemeinsame Patentgerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Das lag Ihnen am meisten am Herzen. Kontrolle der Welt über Patente. Auch dieses Experiment ging schief. Zweite Welteroberung nicht möglich, militärisch. Hier der US-Chefankläger Telford Taylor in Nürnberg. Ohne die IG Farben wäre der Zweite Weltkrieg nicht möglich gewesen. Hier die Zahlen dazu, auch das in Nürnberg. Die Abhängigkeit der Nazi-Wehrmacht von der Produktion der IG Farben 1943, synthetischer Gummi zu 100%, synthetisches Öl 100%, Giftgas 95%, Sprengstoff 84% aller Bomben, die im Zweiten Weltkrieg benutzt wurden, produziert von Bayer und BASF. Und dazwischen die Medizin, Blutserum 100%, Medikamente 55%. Nicht überraschend wurden 24 Direktoren von Bayer, Höchst und BASF angeklagt in Nürnberg, im Fall 6 in Nürnberg. Er hier, Bayer-Direktor Fritz Termeer, wurde zu 9 Jahren Haft verurteilt, wegen Völkermord, Versklavung, Plünderung ganzer Länder und andere Kriegsverbrechen. Wussten Sie das? Nun stellen Sie sich vor, Direktor von Bayer, dem Flaggschiff der Pharmaindustrie, die sich gerne feiern lässt als die Wohltäter der Menschheit, angeklagt und verurteilt wegen der schlimmsten Verbrechen, Verbrechen gegen das Menschenrecht. Nach 1945, das Schicksal der Nazi-IG Farben-Koalition, es spaltete sich. Die Nazis, also die militärischen und politischen Machthaber, die Marionetten, wurden verurteilt zu langen Haftstrafen oder zum Tode. Die ökonomischen Nutznießer und Drahtzieher des Zweiten Weltkrieges wurden im Nachkriegsdeutschland schon bald wieder als Industriekapitäne reetabliert. Die Aktien der IG Farben, die Hauptkriegsbeute der Alliierten, kamen unter die Kontrolle der Rockefeller und Rothschild Investmentgruppen und da internationalisierte sich sozusagen das Pharma-Chemie-Kartell. Warum zeige ich Ihnen diese Bilder? Wir werden oft gefragt, Dr. Rath, es ist doch nicht möglich, dass ein Wirtschaftszweig, eine Industrie, die Pharmaindustrie, das Leben von Millionen Menschen wissentlich aufs Spiel setzt. Das glauben wir einfach nicht. Beispiel Chemotherapie und Krebs. Unsere Antwort ist sehr nüchtern. Diese Interessen haben 2 Weltkriege mit herbeigeführt, mit insgesamt 100 Millionen Toten. Und sie werden es immer wieder tun. Die Geschichte des Pharmakartells vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Die Technokraten der Nazi-IG Farben-Koalition sind wieder an Widacht. Ihn hier haben wir schon erwähnt. 1956 wurde aus dem Kriegsverbrecher Fritz Termeer der Aufsichtsratsvorsitzende der Nachkriegs-Bayer AG. Wenn Sie meinen, das ist schon empörend, dann schauen Sie sich mal diesen Vorgang an. Der juristische Chefplaner eines Europas unter der Nazi-IG Farben-Herrschaft, Walter Hallstein, wird 18 Jahre, nachdem er mit Hitler in Rom war und dort das Nachkriegs-Europa mit Mussolini zusammenplante, in derselben Stadt, in Rom, zum ersten Präsidenten der neuen EU-Kommission. 10 Jahre lang
wo der Architekt dessen, was Sie heute in Brüssel erleben. Und Sie wundern sich über mangelnde Demokratie? Das war vor 50 Jahren. Wenn man so will, der Architekt hat das vorausgesehen und hat eine Behörde geschaffen, die fantastisch funktioniert. 27 Hanseln werden ernannt, das sind die EU-Kommissare, und denen steht ein Apparat von 54.000 Karrieretechnokraten zur Verfügung. Keiner von denen ist demokratisch gewählt, die kennen Sie gar nicht. Und sie regieren Europa. Die können Direktiven veranlassen ohne das Parlament, die für 500 Millionen Menschen verbindlich sind. Und dann sehen Sie hier unten dieses kleine Würfelchen hier mit der Zahl 736. Was ist das? Welche Ideen? Das ist das EU-Parlament, richtig. Fällt Ihnen was auf? Auf einen EU-Parlamentarier kommen 80 Technokraten, die aufpassen, dass die ja keinen Unfug machen. Europa heute. Also, ich fasse zusammen. Das Pharma- und Chemiekartell ernennt die EU-Kommission, nicht Sie. Dann gibt es eine Mauer. Und jetzt kommen Sie hier. Da sind 500 Millionen Menschen, die dürfen ab und zu mal wählen, ein Parlament. Aber das Parlament, das trifft auf diese Mauer. Weil es hat keine Rechte, es hat keinen Einfluss auf die EU-Kommission. Es kann keine Gesetze initiieren, ein Grundrecht jeder Demokratie. Man sagt Ihnen das nicht. Und die wahren Machthaber, die zeigen ihre Macht unverhohlen, damals wie heute. 50% unseres Lebens gehört schon jetzt diesen Interessen. Beispiel, vor zwei Wochen, vielleicht haben Sie es gesehen, in deutschen Zeitungen, Fokus, Spiegel, Stern, 7.30 Uhr, Sie wachen auf, die Fluoride in Ihrer Zahncreme gehören uns, dem Chemiekartell. 7.35 Uhr, die Druckerschwärze in Ihrer Zeitung kommt von uns, dem Chemiekartell. Das Silizium in Ihrem Handy kommt von uns und so weiter. Die Verpackung in Ihrem Joghurt zum Mittagessen kommt von uns, Ihre Chemie. Sie machen gar kein Hehl daraus. Hier. Warum habe ich das jetzt so aneinander geredet? Es ist aus. Es ist, wenn du das verstanden hast, dann, wenn mir da jemand, also ich diskutiere ja viel mit Menschen und mittlerweile, wenn da Verschwörungstheoretiker kommt oder sowas in der Form, dann sage ich mittlerweile den Leuten ins Gesicht, Alter, du hast keine Ahnung von den Fakten. Du hast einfach keine Ahnung von den Fakten. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist, so ist gelaufen. Und nur weil du in deiner Blase lebst und jetzt irgendeine Meinung hast, schön, schön. Aber die herrschende Meinung ist nicht das. Und das ist unser Problem. Und natürlich ist das jetzt kein Vortrag, der an der Stelle jetzt gerade ein gutes Gefühl gibt. Aber warum tue ich das? Es geht ja nicht darum, dass ich euch ein schlechtes Gefühl geben werde, sondern das ist die Lösung, da ist der Ausgang. Die Wahrheit bedarf nicht vieler Worte, die Lüge kann derer nicht genug haben. Und wenn wir einfach uns das nicht mehr erzählen lassen, wenn da irgendwer um die Kurven kommt und wieder irgendwas erzählt, wie denn, wer denn, mit was, und es sind ja so viele liebe Menschen, die wegen Völkermord eingesperrt wurden und dann wieder die Wirtschaft gelenkt haben, wo wir es wissen, in Österreich, also in Deutschland, dass es nicht möglich gewesen wäre, nach der Entnazifizierung den Verwaltungsapparat aufrechtzuerhalten, weil es nicht machbar gewesen wäre, weil die hätten alle eingesperrt können. Und das ging halt nicht. Und dass diese Konzerne dann übernommen worden sind von den Amerikanern, das ist die Kriegsbeute. Das ist ein Haufen. Das ist eine Interessensgemeinschaft, das ist keine Verschwörungstheorie, sondern ein Fakt. Und ich stelle mich jederzeit hin und sage, widerlegt mich, bitte gerne. Ich fordere jeden auf, mich zu widerlegen. Ich würde mich freuen, wenn ich widerlegt werde. Ich würde mich wirklich freuen.
Aber jetzt eben zur Lösung oder warum? Weil sonst wäre es ja, wenn ich jetzt keinen Ansatz für euch hätte, oder dann haben wir jetzt nur ein schlechtes Gefühl, das kann es ja nicht sein. Dann hätte ich den Vortrag nicht gehalten. Und zwar, was bleibt uns jetzt zu tun? Das erste ist zum Beispiel schon einmal, oder, dass wir, wenn du das jetzt verstanden hast, also ich gebe euch, stelle euch diese PowerPoint-Präsentation gerne zur Verfügung, deswegen habe ich auch mich möglichst rausgenommen, oder, und die andere sprechen lassen, weil diese Präsentation muss nicht ich halten, die kann jeder halten. Und deswegen habe ich sie auch so gestaltet, damit, weißt du, jeder, der es jetzt sieht und weitergeben möchte, ich gebe sie weiter, ich habe da keine Aktien drin, das ist nicht meins, das ist Open Source. Es geht darum, die herrschende Meinung zu adaptieren. Jetzt sind wir momentan, stehen wir gerade gegenüber einer, falls ihr das mitkriegt habt, in den öffentlichen Medien, wo jetzt schon wirklich Dinge, was da in der öffentlichen Meinung da transportiert wird, ist wirklich, das ist schon unmenschlich. Da geht es in eine Richtung, das geht nicht. Ich habe nur mal so einen Artikel jetzt da mitgebracht, oder? Wenn ihr mal das Blaue ich euch vorlesen, das ist so aus nachrichten.at. Ich habe so darauf reagiert, oder Dienstleistung der Medien geht es noch skurriler. Warum? Sie schreiben selbst Staatsverweigerer, geht es noch skurriler. Und jetzt folgen wir mal ganz nach unten und was schreiben die da? Österreicher, oft Bezieher von Sozialhilfe und vielen anderen staatlichen Leistungen, sagen sich einseitig vom Staat, in dem sie leben, los, wollen keine Steuern zahlen, anerkennen Gesetze nicht und fabulieren von einem Staatenbund, dessen Bürger sie seien, den es aber nicht gibt. Da tauchen Fragen auf, ob nicht unsere Republik Österreich diesen Staatenlosen, nicht die nicht Österreicher sein wollen, die Staatsbürgerschaft aberkennen soll, den Führerschein oder Personalausweis, den Pass einziehen, das Wahlrecht aberkennen und auch die staatliche Mindestsicherung verweigern soll. Leck mich am Punkt, Punkt, Punkt. Das ist gerade unsere Medien. Das ist die herrschende Meinung. Das ist das, was den Menschen in den Kopf gehämmert wird. Nein. Also, was ist die Achillesferse von der ganzen Nummer? Ich habe bewusst diesen altbackenen Begriff, die Männer und die Weiber. Nämlich deswegen, weil es kommerziell gesehen das einzig sinnvolle Ausdrucksweise ist, weil alles andere mit Personenrecht zu tun hat. Und es geht wieder in die Richtung, dass wir jeder für sich selber einsteht und für seine Meinung und für sich steht. Weil wenn du vor einem anderen stehst und der dir irgendeinen Rotz erzählt, dann musst du halt einstehen, weil wenn du einknickst, herrschende Meinung. Der freie Wille ist nicht verhandelbar. Das ist ein Grundprinzip. Ohne den freien Willen geht hier nichts. Das heißt, jeder muss das akzeptieren, fertig, aus. Da gibt es nichts. Und wenn er das tut, dann kannst du gleich wieder, dann könnte man gleich wieder fragen, ob er nicht, weißt du, wieder dieses, was der Gunkel gesagt hat, die müsste man eigentlich wegsperren. Weil mit dem Gedanken, dass der freie Wille ein Thema ist, der freie Wille ist nicht zu diskutieren, da ist nichts zu verhandeln, da geht nichts. Die Glaubwürdigkeit des Einzelnen steht im direkten Zusammenhang mit der Aufopferungsbereitschaft des Einzelnen. Warum habe ich das so formuliert? Wenn ihr in einem Gespräch seid und ihr wirklich überzeugt seid, dann merkt das der andere. Der spürt das. Und darum geht's. Und jetzt, was sollen wir jetzt tun mit dem ganzen Zeug, oder? Also wenn ich euch einen Tipp geben darf, Achtsamkeit, dass man das auch alles mitkriegt. Achtsamkeitstraining, das tue ich gerade. Dass ich selber schaue bei mir, wie soll man sagen, jeder hat damit sich selber zu tun, oder? Nobody is perfect, aber darum geht es auch nicht, sondern es geht um den Weg. Dass man sich auf den Weg macht, jeder für sich selbst. Warum? Weil dieses Thema kann kein anderer euch abnehmen. Kümmert euch um eure eigene Intuition. Was sagt euch euer Bauchgefühl? Spürt euch in den anderen rein? Habt ihr überhaupt eine Chance, bei dem durchzukommen? Geht das überhaupt? Die Kraft der Liebe und der Wahrheit. Worum geht's? Geht's darum, dass wir dem hinterherrennen oder was geht's im Leben?
Das sind Fragen, die man stellen kann, weil wer fragt, führt. Und deswegen eben unten, das Wesentliche sind die richtigen Fragen. Und das Bewusstsein, das nicht mehr zu Gewalt führt. Punkt. Und wer kann dem widersprechen? Wer möchte dem widersprechen, um den Wahnsinn zu verteidigen? Es war gar zu einfach. Aber es muss halt getan werden. Das heißt, sich jederzeit und immer einzustehen für das, was man glaubt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein, zwei Infos mitgeben oder euch ein wenig bereichern. Bis zum nächsten Mal. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.